Suche dir ein Bild aus und gebe deinen Namen ein. Das ist der kleine Lazuli. Du darfst ihn wecken. Berühre ihn ein paar Mal. Lazuli freut sich schon auf dich. Er spielt gerne mit dir in seinem Garten. Auf dem blauen Knochen sind leichte Spiele. Auf dem gelben Knochen sind mittelschwere Spiele. Und auf dem roten Knochen sind schwierige Spiele. Wenn du auf einem Knochen alle Spiele gespielt hast und der Knochen ganz bunt ist, fliegt der Knochen zu Lazuli. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann tippe oben auf den Mund. Tippe auf ein Feld im Knochen. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann tippe oben auf. Wenn sich die Punkte verdoppeln, wie viele Punkte sind dann zu sehen? Tippe auf die richtige. Leicht. Tippe auf 2x3 Knospen. Stehen ein paar Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge nebeneinander. Eine Zahl fehlt in dieser Reihe. Schiebe diese Zahl auf ihren Platz. Leicht! Schiebe den roten Knopf in die linke untere Ecke. Was ist das richtige Ergebnis der Rechnung? Tippe auf die richtige Zahl. Leicht! Tippe auf die kleinste Zahl. Welche Schafe müssen noch unten auf die Wiese kommen, damit genau gleich viele schwarze und weiße Schafe auf der Wiese sind? Tippe oben auf das richtige Feld. Lazuli wartet schon. Jetzt kannst du ihn füttern. Gib Lazuli doch den Knochen. Immer wenn du diese Melodie hörst, sitzt irgendwo im Garten ein Marienkäfer. Siehst du ihn? Tippe auf ihn. Wenn das Windrad voll ist, hast du ein Geschenk für Lazuli. Wenn das Windrad voll ist, hast du ein Geschenk für Lazuli. Suche alle 5 Marienkäfer.
Tippe auf den Marienkäfer.